Herzlich willkommen wieder mal zu einem kleinen Videotool. In letzter Zeit ist ja verstärkt die Meldung aufgekommen, dass die Funktion mit den 3000er oder 5000er Paketen zum Auffüllen der Leiste hier oben mit dem Sonics Trainer immer verstärkt zu Abstürzen führte. Deswegen möchte ich euch heute die Variante mit dem CE demonstrieren. Grundvoraussetzung bitte ist, dass ihr euren Trainer aktiviert habt und auch euren Trainer das Cash in temporäres Cash umgewandelt habt, denn ihr müsst nachher im Dorfladen etwas kaufen. Und die zweite Grundvoraussetzung ist, dass ihr bei dem, was ihr cheaten wollt, unter dem Limit seid. Beim Dünger wäre jetzt zum Beispiel 150, da liege ich natürlich weit drüber. Deswegen möchte ich euch deinen Cheat anhand des Futters zeigen, weil da liege ich deutlich drunter. Als nächstes würde ich euch empfehlen, bevor wir weitermachen, der Trainer ist ja aktiviert, den Trainer auch wieder zu schließen, weil sonst könnte es Probleme geben und zu Abstürzen führen, wenn wir nachher den CE öffnen. Der Trainer bleibt weiterhin aktiv, auch wenn ihr ihn schließt. Ich schließe ihn immer über den Task Manager und sage rechter Mausklick Task beenden. Es öffnet sich kurz die Werbeseite, die klicken wir mal weg. Ihr seht, der Trainer ist nach wie vor aktiv, es kann also nichts passieren. Dann gehen wir mal jetzt in den Dorfladen und schauen uns einfach mal die Pakete an. Also ich empfehle euch an der Stelle immer die größten Pakete zu nehmen. Wenn ihr jetzt Babyflaschen machen wollt, dann wäre das hier das 80er Paket. Wasser gibt es leider auch nicht mehr als 50. Dünger gibt es für 220er Pakete. Und ich möchte jetzt mal nach Futter gucken und entscheide mich da natürlich für das 500er Paket. Dann starten wir mal jetzt den CE und suchen uns als erstes den Prozessor. Wer mit Firefox drin ist, der hat jetzt hier in der Prozessliste zweimal den Flash Player drin. Der wählt bitte den untersten der beiden Flash Players. Ich bin mit dem Zen-Browser drin, das ist ein Abklatsch von Chrome. Und wie bei Chrome auch, ist es meistens der letzte, der unterste, der angezeigt wird. Wer sich nicht sicher ist, kann auch gerne sich das Video angucken, wie man unter Chrome den Prozessor findet für den CE. Da gibt es ein extra Video. Ich klicke auf Öffnen. Wir gehen jetzt mal auf die rechte Seite und sagen an der Stelle bei 4 Bytes klicken wir auf Double und bei Exact Value klicken wir auf Value Between. Jetzt öffnen sich hier zwei Fenster. Und jetzt müsst ihr hier die Zahl eingeben, welches Paket ihr nachher kaufen wollt. Ich möchte jetzt das 500er Paket Futter kaufen, also gebe ich jetzt die Zahl 500 hier oben ein. Und auf der anderen Seite nochmal 500. Wir klicken auf First Scan und jetzt sammelt er alle Werte. Wir müssen diese Werte jetzt nach unten holen. Zu diesem Fall markiert ihr die erste Zeile. Bei wem es funktioniert, der kann mit der Taste die Steuerungstaste gedrückt halten und die Taste A drücken. Bei wem das nicht funktioniert, da gibt es noch die zweite Variante. Erste Zeile markieren, dann die Shift-Taste drücken. Das ist die Taste links auf der Tastatur über der Steuerungskontrolltaste mit dem Pfeil nach oben. Diese Taste gedrückt halten, die Maus bis ans Ende der Werte ziehen, die letzte Zeile markieren und dann sind alle markiert und dann könnt ihr auch die Shift-Taste wieder loslassen. Über diese rote Pfeiltaste holen wir uns jetzt alle Werte nach unten, markieren wieder den ersten, ich mache es jetzt mit Steuerung A, dass alle markiert sind. Wir wählen den rechten Mausklick, wir klicken hier oben auf Change Record und gehen dann auf Value. Und in diesem Fenster könnt ihr jetzt die Zahl eingeben, die ihr gerne haben wollt. Ich bin jetzt mal frech und sage beim Futter, ich möchte 30.000 haben. Wir sagen okay. Und wir gehen jetzt zurück in den Dorfladen und kaufen jetzt einmal das Paket, nachdem wir eben gecheatet haben. Also ich einmal das 500er Paket Futter. Und wir schauen mal, was passiert ist. Ich habe jetzt hier oben zu stehen 32.967 Futter. Dieser Cheat funktioniert mit allen Paketen, die ihr in irgendeiner Weise kaufen könnt. Das geht auch mit Sofortreifer, das geht auch mit den Baumscheren und das geht auch mit den Mahlzeiten. Ich empfehle euch lediglich, scannt immer nach dem größten Paketwert, den es gibt.
Ich hoffe, ich habe euch wieder ein Stückchen weitergeholfen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.